Ein Horror-Action-Comedy-Spiel, was auf P.T., Resident Evil und Silent Hill beruht. Was? Sowas gibt es? Ja, Leute, sowas gibt es. Wir spielen heute Sinfield Remastered. Erstmal dachte ich, da steht Seinfeld, diese Comedy-Serie. Aber nein, da steht Sinfield, was sowas bedeutet wie Sündenfeld. Also an alle meine Sündiger, geht in Deckung. Keine Sorge, es ist jetzt kein Spiel, vor dem man groß Angst haben muss oder so. Weil alles in diesem Spiel ist lustig gehalten. Übrigens nur eine Demo. Das heißt, alles, was ihr in dem Spiel sehen werdet, kann noch abgeändert werden. Und jetzt mal wieder ohne viel zu schnackern. Alter, das Feuer der Tonne beruhigt mich voll. Richtig ASMR. Ich hoffe übrigens, ihr habt eine Bewertung dagelassen. Ich meine, jetzt wo die Dislikes deaktiviert sind, möchte ich doppelt so viele Likes sehen. Let's go! Oh, wir müssen erstmal auf neues Game... New Game. Das mit dem Schatten war gruselig. Damit habe ich nicht gerechnet. Kaum ist ein schwarzer Mann da, hört man die Sirenen. Nice Spiel. Resume. Was ist das? Okay, das ist weird. Ich versuche mal den Kontext des Spiels zu verstehen. Ein nackter Mann sitzt vor einem Kameramonitor und guckt sich einen anderen Typen an, der so ähnlich aussieht wie er selbst. Aber erstmal, bevor das Video weitergeht, Leute, checkt Shakes and Fidget aus. Ich kann es euch nicht oft genug sagen. Wir haben nämlich schon seit Ewigkeiten eine Aufgabe auf diesem Kanal. Platz 1 Gilde auf einem Server in Shakes and Fidget zu werden. Momentan sind wir auf Platz 28, das heißt, wir sind wieder ein bisschen nach oben gegangen. Wir spielen auf der deutschen Welt 42. Mein Charakter ist inzwischen Level 387. Und um in die Gilde zu kommen, müsst ihr euch einfach einen Account erstellen. Die Links sind in der Beschreibung. Ihr geht hier auf Post, neue Nachricht, Empfänger, Smiley Snails, Betreff ist Gilde und als Nachricht schreibt ihr mir einfach irgendwas Schönes. Für die Leute, die Shakes and Fidget nicht kennen, es ist halt ein super Spiel für nebenbei. Man macht hin und wieder seine paar Aufträge und levelt so seinen Charakter nach oben. Und von da aus könnt ihr euch entscheiden, viele verschiedene Wege zu gehen. Ihr könnt Arena gegen andere Spieler spielen und euch behaupten. Ihr könnt euren Charakter immer besser ausstatten im Waffenladen oder im Zauberladen. Mit eurer Gilde könnt ihr gegen andere Gilden kämpfen. Ihr könnt Raids machen. Es gibt verschiedene Dungeons, darunter auch ein YouTuber-Dungeon sogar. Ihr habt eure Festung, die ihr ausbauen könnt, die bei mir schon verdammt riesig ist. Respekt. Smiley, Respekt. Und das Beste ist, es gibt immer wieder neue verschiedene Events in Shakes and Fidget. Wie gesagt, check Shakes and Fidget gerne aus. Erster Link in der Beschreibung. Und jetzt weiter mit dem Video. Du kannst es schaffen, ich glaube an dich. Okay. Nice. Das erinnert mich wirklich ein bisschen an P.T. mit dem Hallway. Der 31.10.94. Ey. Das war's mit der Musik? Oh, Menno, die Fahrstuhlmusik hat gerade Spaß gemacht. Okay, was können wir hier tun? Oh, der Typ von der Kamera guckt mir die ganze Zeit zu und kommentiert, was ich mache. Das fühlt sich nicht richtig an. Oh, da ist eine kleine Mülltonne. Ich sehe die Mülltonne. Ich meine, ich stehe vor der Mülltonne. Wir laufen einfach mal weiter. Oh Gott, die Animation ist ganz komisch. Können wir... Abgeschlossen. Oh Gott, sieht so aus, als müssten wir jede Tür testen. Abgeschlossen. Und ich schätze mal, wir können in keine einzige reingehen. Komm schon, irgendeine muss doch offen sein. Oh, die ist offen. Die ist auffällig offen. Und der Sound ändert sich. Alter. Oh, jeez. Mein Gesicht ist so schlimm. Ich sehe aus wie ein riesiges weißes Baby. Okay, der Raum ist gruselig. Ich hab da... Da hinten ist ein Handabdruck aus Blut. Okay, Fernseher, sei erstmal leise. Ich muss mich konzentrieren. Opfer Y2. Oh. Da ist ein... Ein Aktenschrank mit Opfern? Das muss doch irgendwas heißen. Alter, wieso sehe ich so aus? Es ist, als ob mein Bart um meinen Kopf rumwächst. Überall habe ich diese Stoffe...
I did it. Great job, Donathan. You've got the evidence. Now get the hell out of that apartment. Gute Arbeit, du hast den Beweis gefunden. Jetzt geh aus diesem Apartment raus. Bin ich Detektiv oder so? Ich bin ziemlich hässlicher Detektiv, um ehrlich zu sein. Okay, lass uns so schnell wir können. Wer bist du? Wahrscheinlich der Besitzer des Apartments. Bitte tritt mich jetzt nicht. Er hat's nicht getan, das rechne ich ihm hoch an. Oh, er hat mich einfach liegen lassen. Das ist ja doch Was ist das für ein Kabel? Oh, ich dachte ganz kurz, das Kabel wäre an mir befestigt. Können wir hier was machen? Warning, ein Sicherungskasten. Okay, ich drücke. Ich sollte mich erstmal ein bisschen hinsetzen. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich Sachen tun soll. Ich glaube, es ist jetzt. Ich habe mich voll gepinkelt. Ich habe wirklich auf den Boden gepinkelt. Wieso? Oh mein Gott! Was ist das hier? Ah! Eine Alarmanlage? Okay, mein erster Auftrag wird wahrscheinlich sein, die Alarmanlage irgendwie auszustellen. Ich habe das Gefühl, das bedeutet etwas. Also eine Schere wäre hilfreich. Weil dann würde ich das Kabel einfach durchschneiden. Hallo? Wieso ist es so dunkel hier? Ich erkenne fast gar nichts. Ich glaube nicht, dass die Schere im dunklen Bereich ist. Hier ist ein Hammer mit Blut. Okay, interessant. Was war das für ein Billo-Jumpscare? Und da steht was an der Wand. Halte meine Kristalle kalt im Kühlschrank. Nicht berühren. Es tut mir leid, dass ich dir ins Gesicht geschlagen habe. Hast du mir mit dem Hammer ins Gesicht? Alter, übertreib. Der Mann, der in diesem Apartment lebt, ist keine gute Person. Du musst den töten. PS, ich habe dich hier eingesperrt für deine eigene Sicherheit. Bra! Okay, kann ich den Kühlschrank jetzt öffnen wegen dem Kristall? Ja, ich schätze mal... Oh mein Gott, mein Gesicht. Wieso tanze ich dazu? Was passiert hier? That's really cool. Ja, das war das Coolste, was ich jemals erlebt habe. Kann ich den Kristall jetzt nehmen? Take. Okay, den haben wir schon mal. Was auch immer der bringen soll. Hier unten ist noch ein Ofen. Mit dem Hammer kann ich nicht das Kabel durchschneiden. Vielleicht mit dem Messer. This is probably where he puts his plates. Da tut er vielleicht seine Teller hin. Okay, sehr interessant. Er hat einmal eine Gabel in seine Mikrowelle reingetan. Oh, da soll ich den Kristall reintun. Oh. Und das macht die... Das macht die Alarmanlage nicht aus. Das macht sie kaputt, verdammt. Das hat doch jeder gehört. Obwohl, ist ja nicht so schlimm, oder? Oh Gott, der Flur ist so dunkel. Okay, bleib da drin, mein Freund. Alles ist gut. Ich werde dich nicht stören, oder? Nee, ich werde dich nicht stören. Aber du wirst... Oh! Was? Das Ding könnte meine Mutter sein. Was machst du hier? Okay, das war... Ich glaube, das Ding hat mich... Ja, du bist tot. Danke fürs Spielen. Ist das gerade dein Ernst? Was? Okay, mit dem Ende habe ich nicht gerechnet, dass da einfach irgendjemand aus dem Schrank rauskommt, mein Genick bricht und sagt, hey, das Spiel ist vorbei. Ich dachte, es wäre ein bisschen länger. Aber... Ich fand's cool. Den Grafikstil fand ich cool. Genial gemacht. Wirklich. Leute, checkt das Spiel gerne auch mal selbst aus. Lasst doch trotzdem gerne ein Like und ein Abo da. Ich für meinen Teil beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.